Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Natalia Plakida, Babyfotografin aus Mannheim und Coach im Bereich Babyfotografie. Heute werden wir mit euch über das Thema Vorbereitung für das Babyfotoshooting reden. Es gibt so viele Fragen bei den Fotografen, auch bei den Eltern. Wie soll man sich für das Shooting vorbereiten? Wie soll man das Kind für das Shooting vorbereiten? Soll das Baby gestillt werden, bevor man losfährt? Soll das Baby überhaupt nicht schlafen, bevor man ins Studio kommt? Braucht man was Zusätzliches für das Baby? Den Schnuller oder vielleicht Outfits oder vielleicht zusätzliches Essen und so weiter? Natürlich für uns ist das Wichtigste, dass wir alle diese Fragen im Voraus mit der Familie klären, damit die Eltern entspannt sind beim Shooting und dadurch wird das Baby auch entspannt. Wichtig ist für mich, dass ich meine Kunden nicht stresse zusätzlich vor dem Shooting. Das heißt, ich sage, dass man muss nicht unbedingt das Baby vor dem Shooting voll stillen oder was zum Essen geben. Wir schauen einfach, wie das passt, wenn die Familie ankommt. Viele von meinen Kunden fahren über eine Stunde bis nach Mannheim und das heißt, es bringt auch nicht viel, wenn das Kind erstmal zu Hause gegessen hat, weil dann muss man trotzdem ins Studio nochmal essen. Ich finde als Mama, das ist super stressig für die Familie, vor allem mit dem ersten Kind, irgendwas in die bestimmte Zeit machen zu müssen, weil man hat noch gar keinen Rhythmus. Ja? Das ist alles neu und das ist alles relativ stressig am Anfang. Wenn die Familie ankommt, wir schauen einfach, wann das Baby letztes Mal getrunken hat, wir ziehen das Baby um und da ist das Baby der Chef. Das heißt, das Baby sagt uns schon Bescheid, falls es was zum Essen braucht. Es gibt auch Neugeborenen, sie haben letztes Mal vielleicht vor 3 Stunden getrunken, aber trotzdem sind tief im Schlaf und sind ganz entspannt und da kann man natürlich schon wunderschöne Bilder machen. Für die Familie und für die Eltern ist es tatsächlich wichtig, dass man sich nicht zusätzlich stresst. Ihr könntet bestimmt euch gut vorstellen, dass dieser Stress, einfach die Aufregung von der Mama, überträgt sich auf das Baby. Und das ist das, was wir möchten vermeiden beim Fotoshooting. Wir möchten, dass die Familie entspannt ist und dass das Baby auch entspannt ist. Deswegen, wenn die Familie so ankommt, ich sage am Anfang an, dass das Baby ist der Chef bei uns beim Shooting. Ich frage auch fast bei jedem Shooting, wie hat man heute Nacht geschlafen? Und natürlich, wenn sie gut geschlafen haben, das ist alles wunderbar. Das ist eher dann für die Familien gedacht, die schlecht geschlafen haben, weil sie kommen dann mit großen Augen und sagen, oh mein Gott, ob das Baby jetzt überhaupt mitmacht. Dann freue ich mich und sage, ja, je schlechter sie heute geschlafen haben, desto besser ist für das Shooting. Und dann haben sie so eine Erleichterung und denken, oh mein Gott, die Fotografen finden das aber toll, dass das Kind so schlecht geschlafen hat. Aber tatsächlich, die Babys, die in der Nacht kaum geschlafen haben, oder falls die Familie stressige Nacht hatte, dann hat das Baby die Möglichkeit, während des Fotoshootings im Studio auszuschlafen. Und das ist tatsächlich genau das, was wir brauchen. Damit die Eltern sich entspannter fühlen und damit sie sich auch während des Shootings nicht zusätzlich stressen, kann man im Voraus Bescheid geben und sagen, das ist für die Familie wie ein Babysitting. Ich sage oft dazu, man schafft zwar nicht ins Kino zu gehen, aber es gibt ein bisschen Kino bei mir im Studio. Und das ist tatsächlich so, weil sie können einfach zuschauen, genau wie wir Babys fotografieren. Und es ist auch super interessant für die Eltern, dass das Baby kann in die Pose gebracht werden oder für die Familien, wo das Baby zu Hause vielleicht gar kein entspanntes Baby ist, wo sie schauen sich zu, wie gut das Baby im Studio mitmacht. Sie freuen sich riesig und sie sind dann richtig stolz auf die Kinder. Deswegen wichtig ist für uns, dass wir, oder für mich persönlich, dass ich die Familien nicht stresse, genau falls sie auch was Zusätzliches zum Essen zum Beispiel geben zu Hause. Wichtig wäre natürlich, dass wir auch beim Shooting was dabei haben, weil ich mache auch dann zwar Spaß und sage meistens, dass das Baby ist am Modeln beim Fotoshooting. Man braucht da Energie, das ist auch Arbeit. Und es ist tatsächlich so, dass immer wieder Neugeborenen brauchen etwas mehr während des Shootings. Sie möchten dann ein bisschen so öfter dann so was trinken und das ist völlig normal. Falls man da so mit dem Thema Stillen nicht so ganz klar kommt,
kommt, Mama weiß Bescheid und Mama weiß meistens selber, ob man noch was Zusätzliches haben soll, vielleicht abgepumpte Milch oder Fläschchen, je nachdem, was die Familie selber akzeptiert, das ist immer hilfreich. Ansonsten, wenn man nichts dabei hat, wenn ihr aber merkt, dass das Baby wirklich hungrig ist, dann muss man wirklich Geduld haben. Ja? Das ist das Leben mit kleinem Baby und das ist auch nicht immer einfach. Und wir als Babyfotografen müssen noch mehr Geduld haben als Eltern, weil wir wissen Bescheid, dass jedes Kind ist unterschiedlich. Es gibt Babys, die super entspannt sind. Es gibt auch Neugeborene, die ein bisschen empfindlicher sind, die öfter angelegt werden müssen. Das ist absolut in Ordnung. Für ein Neugeborenen-Shooting plane ich persönlich 3 Stunden lang. Normalerweise bin ich durchschnittlich zwischen Stunde und 1,5 und da bin ich schon fertig. Aber es ist tatsächlich so, es kann sein, dass das Baby etwas länger braucht. Und ein Shooting kann so 2 Stunden zum Beispiel dauern. Es gibt auch ein paar Mal pro Jahr bei mir auch, dass ein Baby 3 Stunden fotografiert wird, weil es immer wieder angelegt werden muss, immer wieder beruhigt werden muss. Und das dauert das Ganze. Und das ist absolut in Ordnung. Genau, wichtig wäre für die Familie im Voraus Bescheid zu geben, dass man kann nie im Voraus sagen, wie lange dauert das Ganze. Es kann halbe Stunde dauern, es kann auch 3 Stunden dauern. Für uns, das ist absolut in Ordnung. Wichtig wäre, dass die Familie vielleicht an diesem Tag keine weiteren Termine hat, weil sonst stehen sie unter Druck und das ist das, was wir möchten vermeiden. Genau, das ist zum Thema Vorbereitung heute. Ich hoffe, ihr könntet einiges mitnehmen. Herzlichen Dank, dass ihr dabei wart. Abonniert gerne meinen Kanal und wir sehen uns beim nächsten Video.